Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und in mein Let's Play reinschaut, das ich jetzt mal wieder euch präsentiere. Das letzte Mal in 2018. Es geht weiter und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch zusammen. Und muss euch jetzt ein bisschen enttäuschen wahrscheinlich, weil ich baue noch nicht an meiner Formel 1 Ecke weiter. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt erstmal hier noch so ein bisschen Feinheiten im Park, die mich schon länger gestört haben, und ich habe auch Let's Plays bzw. Parktouren von anderen YouTubern angeschaut, die meinen Park angeguckt haben, und da wurde einiges kritisiert. Und das will ich jetzt mal ein bisschen gut machen. Und zwar zum Beispiel hier meine Jurassic Park Achterbahn. Also es geht bald weiter, ne? Also nicht, dass ihr Angst habt, dass ich hier keine Planet Coaster Videos mal von meinem Park mache und es geht nicht mehr weiter und so. Weil auch viele jetzt wegen Parkitect Angst haben bei mir. Wobei mich das Spiel gerade zurzeit extrem magisch anzieht, dass ich Parkitect weiterspiele. Vielleicht werde ich da jetzt auch mal einfach 10 Parts aufnehmen. Die an einem Stück so ungefähr, so 20 Minuten länger habe ich mir so überlegt, mache ich da. Und nicht an einem Stück aufnehme, aber das wäre mir dann doch zu lang. Aber dass ich da einfach mal was mache. Und dann kann ich mich wieder weiter auf Planet Coaster konzentrieren. Aber man hat einfach mal Lust auf das und mal das. Und es ist nicht immer so, dass ich nur Planet Coaster spielen will. Und vor allen Dingen ist das immer so eine Kreativitätssache. Vor allen Dingen bei Planet Coaster. Wie macht man sein Parkgebiet, seinen Parkbereich? Und das jetzt hier mal so dieses Rumbasteln und den Park Feintuning zu machen, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Auf eure Kommentare aus dem letzten Video gehe ich dann jetzt ein bisschen vielleicht ein, wenn es klappt alles. Und im nächsten Video dann, wenn es auf jeden Fall in dem Parkgebiet, in dem neuen, weitergehen soll. Hier bei der Achterbahn war auf jeden Fall so bemängelt worden, dass ich halt einfach... also einmal dieser Hügel, der da hinten gerade war, den man gesehen hat, dass da nochmal hochgezogen wurde. Was ich eigentlich hauptsächlich deswegen gemacht habe, dass ich drei Wagen überhaupt in die Bahn reinbekomme, weil ich kann das hier nicht mehr mit Blockbremsen alles regeln, sodass ich jetzt ja doch nur zwei Züge hier in dieser Bahn haben kann. Aber hinten diesen kleinen Lift, den habe ich quasi da rausgemacht. Oder mache ich jetzt raus, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht genau gesehen. Um hier einfach eine geschmeidigere Fahrt am Ende zu haben. Mir fällt gerade auf, es gibt doch, glaube ich, auch neue Dino-Farben oder Dinos oder sowas. Da müsste ich vielleicht doch auch nochmal schauen, ob wir da was anderes reinmachen können als die Standard-Dinos, die wir hier immer so sehen. Ich meine, solange ich das hier noch alles kommentiere, mache ich das Video mir mal hier vorne hin, dass ich auch grob in eure Richtung gucke. Also ihr seht jetzt auf jeden Fall einige Sachen, versuche ich noch zu verfeinern und zu gucken, was man so machen kann. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier mache, aber hauptsächlich geht es mir jetzt auch um die wilde Maus, die einfach viel mehr Gondeln haben muss oder Wagen haben muss, damit es einfach besser vorangeht und man zwischenzeitlich in der Bahn nicht so lange steht. Der Kettenlift, auch in den anderen Achterbahnen, muss schneller eingestellt werden. Und hier habe ich mir überlegt, ich mache jetzt einfach die Stationen länger, damit wir mehr Gondeln in der Bahn haben. Auch dieser Hügel hier, der wird weggemacht. Den hatte auch einer meiner Abonnenten hat ein Video zu meinem Park gemacht und hat gesagt, ja, das ist ja ein bisschen schwachsinnig da. Und fand ich dann auch, habe ich dann jetzt hier mal weggemacht und guckt, dass die Bahn so an sich gleich bleibt, aber mir so ein bisschen Änderungen dann doch reinmachen, damit das Ganze optimaler für die Gäste ist und die mehr fahren können. Mehr Gäste in kürzerer Zeit mit der Bahn fahren. Dann hatte ich ja in der Zwischenzeit das... Mal gucken, ich werde dann mal zwischenzeitlich hier was sagen zu. Dann hatte ich ja in der Zwischenzeit noch ein Video zu dem neuen DLC rausgebracht. Da gucke ich jetzt mal kurz mit euch in die Kommentare rein, oder ich erzähle euch, was da so die Kommentare waren. Und zwar von der neuen Bahn Vector ist nicht wie Taron, ja, okay, sondern wie Star Trek oder Blue Fire. Okay, das hatte ich nicht so gesehen, aber ist immer danke auf jeden Fall für eure Tipps und Kommentare, die da auch gekommen sind. Und den Breakdance, den ich gebaut habe, hat auch nochmal einer geschrieben, Planet Coaster Kirmes schreibt, den Hintergrund für den Breakdance bekommst du, indem du auf die Baupläne der Fahrgeschäfte gehst. Hätte ich mal drauf selber kommen können und mal nachschauen können, aber ist dann halt so gewesen. Für das DLC waren auf jeden Fall, oder den DLC, Download Content, keine Ahnung, waren auf jeden Fall sehr positive Feedbacks von euch zu lesen und viele haben sich den anscheinend auch gekauft, weil da einfach gute Attraktionen mit dabei waren.
Mack inspiriert, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich finde gut, dass die jetzt eine Seilbahn in Planet Coaster integriert haben. Ne? Das fanden viele gut. Und Shuttle Launch ist von Schwarzkopf wie Olympia Looping. Die Firma gibt es aber nicht mehr. Ja, also ihr habt echt wirklich gut Ahnung. Viel mehr als ich, das ist ganz klar. Vor allen Dingen eure geballte Masse an Zuschauern. Da kommt einem natürlich sehr viel an Infos nochmal rüber. Ja, hier seht ihr, baue ich die Bahn nochmal komplett da hinten anders hin, um nochmal so einen Schwung reinzubekommen, um da hinten in den Start zu kommen. Das heißt, wir müssen das Stationsgebäude natürlich am Ende nochmal ein bisschen vergrößern. Und das wird der Hauptakt, den ich hier in dieser Zeit hatte. Und dann hatte ich noch ein Problem mit dem Video. Ich habe eigentlich noch viel mehr gemacht, als das, was wir jetzt im Video sehen. Aber die Aufnahme, die zweite, die ich dann gemacht habe, die ging auch nochmal eine Stunde ungefähr, ist einfach weg gewesen. Ja, hat aufgenommen, hat die Aufnahme beendet, hat alles gerendert, aber die Aufnahme war weg am Ende. Ich habe keine Ahnung, was los war. Hat mich echt sehr geärgert. Hier muss ich noch gucken, dass ich diesen Stützpfeiler hinmache dann. Hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Aber wir gehen jetzt gleich am Ende nochmal live in das Spiel rein. Und dann zeige ich euch einfach, was ich noch gemacht habe. Als krönenden Abschluss sind wir nochmal live in unserem Park, den wir hier in diesen ganzen Parts aufgebaut haben. Nimmt denn das Video jetzt wenigstens auf? Ja, es nimmt auf und hoffentlich bleibt es auch am Ende so. Bin Riesenfan von dir, mach weiter so. Also sowas lese ich natürlich auch gerne. Für viele finden das vielleicht als schleimerisch. Aber eigentlich sind das genau solche Kommentare, warum man das macht. Oder wo man sieht, ach, das ist doch schön, wenn sich da jemand freut, wenn man so Videos macht und sowas. Also gerne her damit. Und auch mehr. Also ich freue mich immer, wenn ich so mehr Infos erfahre. So, ja, ich habe damals das gesehen bei dir und ja, fand ich voll cool und das fand ich auch super oder das fand ich nicht so gut. Ist auch okay. Ne? Solange alles ordentlich begründet ist und so, finde ich das vollkommen okay. Ja, okay, ich lasse das jetzt hier alles im vorgespulten Modus durchfahren. Aber ich teste halt hier die Bahn mal zwischenzeitlich, ob die so passt oder nicht. Ob da noch was geschmeidiger gemacht werden muss. Aber ich fand, das Ende war jetzt eigentlich ganz gut. Da kann man, denke ich mal, nicht allzu viel meckern. Hoffe ich jedenfalls. Wenn ja, dann macht das ruhig in den Kommentaren und dann gucke ich, ob ich es doch noch ein bisschen besser machen kann. Ich will so gern das spielen. Wer hat noch einen Code für Planet Coaster zum Spielen? Ja, Francesco. Manchmal ist das Spiel auch im Angebot, dann kostet das ungefähr 15 Euro oder so. Guckt doch nochmal nach. Ich weiß nicht, wie lange dieser Winter-Sale noch ist und ob das auch im Angebot ist, das Planet Coaster. Und ansonsten gibt es ja diverse Keyshops, wo man das auch kaufen kann. Und dann hatte noch Mr. Schnubi gefragt, ob ich meine Achterbahn als Bauplan im Steam-Workshop hochladen könnte. Mein PC verkraftet deinen ganzen Park leider nicht. will ich mal machen, also ich lade die dann mal hoch, alle. Und da muss ich mal gucken, ich habe die alle auch nie richtig benannt und so. Aber ich werde, glaube ich, aber nur das Gerüst nehmen, weil ich kann nicht das ganze Gedöns drumherum hier noch hinmachen. Also das wird dann nur die reine Bahn sein am Ende, ne? Also ich hoffe, dass das auch okay so ist. So, dein Breakdance, ja, da war nochmal so ein Kommentar dazu. Der Lucky Luke, der schreibt ja öfters auch bei mir Kommentare und auch immer sehr lange gerne. Ich finde, Vector sieht ziemlich ähnlich wie Bluefire aus. Ich denke, es dürfte sich um den Mack Rides Mega Coaster handeln. Beispiele wären hier Bluefire und Star Trek. Siehst du, also er hat es auch nochmal gesagt. Auch die hängende Achterbahn handelt sich um einen SLC oder SLC von Vekoma, bekannt aus Limit im Heidepark und MP Express im Moviepark. Also da hatten ja auch einige gesagt, jetzt könnte ich den ja nochmal richtig nachbauen. Aber Leute, ja, ich baue einfach lieber meine Bahnen so, wie ich sie mir hinwusele. Das passt immer am besten. Sie ist aber im Spiel unrealistisch, da sie im Spiel keine Schläge verteilt. Ach so. Also ich habe da nie so Probleme mit gehabt, ehrlich gesagt, im Heidepark, weder im Limit noch im MP Express, dass ich da viele sagen, die kriegen da Kopfschmerzen drin. Ich finde die ziemlich geschmeidig, die Bahn, und ich habe halt auch eine starke Nackenmuskulatur und mein Kopf bleibt einfach gerade dazwischen und ich donner nirgendwo gegen. Keine Ahnung. Also ich habe da wirklich noch nie Probleme mit gehabt und mir gefallen die Bahnen beide sehr gut. Auch wenn es sind ja die gleichen, aber gefallen mir sehr gut jedenfalls. Auch wenn viele das nicht so finden. Siehst du aber im Spiel, da haben wir gelesen. Und andere Achterbahn wird wohl von Schwarzkopf sein. Beispiele wären hier auf der Kirmes Olympia Looping Teststrecke und Alpina Express. In Freizeitparks. Revolution in einem Six Flags.
Sie ist die erste Bahn mit einem Looping und Nessie im Hansapark. Och, da würde ich ja echt mal gerne hingehen. Deutschlands erster Looping. Bei der Seilbahn tippe ich auf die österreichische Firma Doppelmeier. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall, ich versuche die Warteschlange neu zu machen. Das Problem ist, mir ist auch am Ende egal, wenn der Warteschlangenbereich jetzt nicht total schick gemacht ist. Aber ich finde das Hauptproblem, ich habe diese also diese Gebäude, die hier da dran sind von dieser Straße, die habe ich aus dem Steam Workshop. Und die sind so verwuselt aus verschiedenen Objekten zusammengebaut, dass das einfach gar keinen Spaß macht, das hier auseinanderzubauen und da neu und hin und her. Und ich musste da sehr viel dran rummachen, dass das hier alles halbwegs was wird. Ihr werdet gleich am Ende des Videos das Ergebnis sehen, aber es ist halt echt so bescheuert gemacht, ganz ehrlich. Ich würde niemals ein Gebäude so bauen. Klar, ich würde auch so ein Gebäude niemals so bauen können, weil ich zu schlecht dafür bin. Oder ich das einfach auf ganz andere Art und Weise mache. Aber ihr seht ja selber, das ist hier eine maximale, passt einfach nie irgendwas, weil das ineinander verschoben ist alles. Mag ja sein, dass man das so besser bauen kann alles, aber ich hätte es selber so nicht gemacht und dann muss ich jetzt natürlich mit dem klarkommen, was ich da jetzt verbaut habe in meinem Park. Aber ihr seht ja am Ende, was bald rauskommt und ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. So, du wolltest doch mal im MP Express, ja genau. Ein Freefall Tower, Toter, wo es hoch und runter ging, gibt es im Freizeitland Geiselwind und zwar den blau-gelben Freefall. Ich liebe Modern Consumer. Ja, okay. Danke. So, dann wurden mir nochmal Parks vorgeschlagen. Devil schreibt, 3 Freefall Tower ist schon echt dumm. Hä? Was soll der Kommentar? Und der Stefan B 2008, der schreibt immer total geile Kommentare. Erster Kommentar, super. Zweiter Kommentar, läuft egal, die Leute fahren mit. Jo, das ist der Coaster. Viel Spaß noch beim Bauen. Ich glaube, der Stefan, der schaut das Video an und antwortet auf das, was ich so sage, im Kommentar und macht dann absenden ihr Kommentar an der Stelle. Jo, das ist der Coaster. Das ist voll geil. Also du chattest quasi mit mir, während ich da rede, aber du weißt, dass das nicht live ist. Keine Ahnung, ich finde deine Kommentare immer wieder sehr lustig, weil wenn ich dein Bild hier sehe, dann weiß ich immer, jetzt freue ich mich auf Kommentare lesen. Okay, ich freue mich eh auf alle Kommentare, aber auf die auch sehr besonders, muss ich sagen. So, letztes Video. Ich schaue jetzt schon mal rein und wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Währenddessen, es tut mir leid, dass ihr im Hintergrund maximales Gewusel seht. Das ist einfach irgendwie retten, was zu retten ist. Anders kann man das nicht nennen. Erst nochmal zu dem Video, ne, an sich. Mein Let's Play, das ist ja mal wieder von der Klickrate, finde ich das extrem krass, dass da 8000 Klicks jetzt drauf sind. 180 Kommentare, ihr seid doch bekloppt. 340 Likes. 12 Dislikes zum aktuellen Zeitpunkt. Hammerhart. Da meinen ja immer viele, oh, du hast ja nicht mal keine Abonnenten, dein Kanal ist tot. Ich finde, an der Stelle sieht man, mein Kanal ist lange nicht tot. Also, super, weiter so von mir. Daumen hoch und Lob. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. 180 Kommentare gehen wir in einem Video gesondert alle durch. Nein, natürlich nicht. Schaffe ich nicht alles. Aber ich gehe jetzt mal gerade hier die Top-Kommentare durch. Endlich wieder ein neues Let's Play. Mehr davon. Joso Lego Life. Juso. Dann schreibt Silver Gaming. Wollte gerade ein Planet Coaster Video schauen und dann kam die Benachrichtigung, dass du ein Video hochgeladen hast. Vielen Dank. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Hey Basti. Hannes König schreibt. Wieder ein klasse Video. Ich finde, dass deine Bau-Let's Plays die besten Videos von dir sind. Ich fände noch so ein, ich sag mal, Naturbereich cool, also wie so ein Wald und dann da drin so sanfte Bahn oder eine Bootsfahrt. Ja, mach ich noch bestimmt. Vielleicht bestimmt. Nee, aber das wäre halt auch relativ einfach. Ich wollte einfach auch so eine Kinderbahn oder sowas bauen, geht das nicht jetzt auch? Keine Ahnung. Wie die Marienkäferbahn für Kinder, so mit ein paar Pilzen da drin und sowas. Ne? So eine kleine Kinderbahn nochmal hier irgendwo hinbauen. Denke ich mal, ist auch ganz schön. Aber mal gucken, was wir da noch machen können. Oder ich baue einen Bereich Candyland.
Alles mit Süßigkeiten und Schokolade. Eine Kinderbahn, eine Bahn für Erwachsene, die auch in der Candyland-Bahn. Mal schauen. Schöner Park. Du hast definitiv Talent. Ich würde bei der Kartingbahn die Monorail dran vorbei oder drüber fahren lassen. Außerdem könnte man noch eine oder zwei kleine Tribünen mit neben die Strecke bauen. Tribünen war ein sehr gutes Stichwort, haben viele geschrieben, habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Aber natürlich, wir müssen Tribünen bauen. Auch wenn es nur Deko wäre, ich liebe Planet Coaster, es macht süchtig. Es gibt allerdings etwas, was mich an dem Spiel etwas nervt und das ist der komplizierte Wegebau. Ja, kann ich auch ein Lied von singen. Den könnten die Entwickler ruhig einfacher machen. So, der Liam schreibt, Moin Basti, finde mega cool, dass du mich im letzten Video begrüßt hast. Achso, jetzt nochmal. Und ich meinte, bei den Verfolgen morgens, mittags und abends meinte ich auf YouTube, weil du einfach klasse bist. Also ich meinte, er verfolgt mich den ganzen Tag und so. Na, war natürlich nur ironisch gemeint von mir. Alles gut, ich fühle mich nicht verfolgt von dir, keine Angst. So, der Luke Ribbing schreibt, du könntest Alpenbereich und Geisterbereich mit der Holzachterbahn verbinden. Bau das Gefängnis in einen Berg mit ausgetrockneten Pflanzen und etwas entfernt davon die anderen Berge mit dem Alpinbereich. Lass dir dann die Holzachterbahn durch die Berge fahren und mach den Startpunkt der Achterbahn in den Kellerzellen vom Gefängnis. Hammer Idee. Das stelle ich mir alles total geil vor, aber das klingt auch kompliziert, aber ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, den Horrorbereich mit was anderem zu verbinden. Das ist eine sehr gute Idee. Hatte auch eine Abonnentin, eine Zuschauerin, glaube ich, geschrieben, die das irgendwie mit bei ihrem Park mit anderen Bereichen irgendwie alles gemixt hat. Das war eine sehr geile Idee, finde ich auch nicht schlecht. Für den Weiterbau der Achterbahn, ja gut, da müsste ich vielleicht dann in dem Video nochmal drauf eingehen, wenn ich das dann jetzt auch mache. Für den Alpinbereich, mach einen Berg und lass die Achterbahn auf den Berg starten und runterfahren lassen. Fahren lassen. Ja, natürlich. Natürlich fährt die dann auf den Berg hoch und dann irgendwie da drumherum und runter. Wird auf jeden Fall irgendwie so gemacht. Ganz klare Sache. So, wie weit sind wir jetzt vom Video? Wir sind noch 2 Minuten davon entfernt. Ihr seht, es ist einfach echt total durcheinander da im Hintergrund. Lasst euch da nicht irritieren von dem nächsten Part. Geht's wieder weiter und auch in diesem. Die Tanja Thompson. Also, ich liebe diese Videos, denn wenn ich von der Schule komme und Hausaufgaben gemacht habe, freue ich mich ultra, deinen Planet Coaster Let's Plays zu gucken. Und dann kriege ich auch immer Bock auf das Spiel. Du verschönerst mir den Tag deswegen. Danke! Oh, also, so ein Kommentar verschönert mir auch den Tag. Auch danke von meiner Seite aus. Was hat sie jetzt nochmal geschrieben? Ich hatte dann drauf geantwortet. Danke. Das freut mich und da weiß ich warum und wofür ich die Videos gerne mache. Genau. Dann schreibt sie nochmal, lieber Basti, ich freue mich, dass du meinen Kommentar gelesen hast und sogar geantwortet hast. Noch eine Frage, wirst du was mit dem Update, was am 18.12. reinkommt, hat ja nicht ganz geklappt, etwas in deinen Park bauen? Da gibt es 3 neue Achterbahnen und einen neuen Freefall Tower. Den Rest habe ich leider vergessen. Das ist auch kein Pack, denn das kommt einfach rein. Doch, das ist ein Pack. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, war doch ein Pack. Ja, mir hatten ja einige vorgeschlagen, dass ich den neuen Freefall Tower unter diesen... Vielleicht machen wir das gleich noch. Vielleicht machen wir das gleich mal. Wir testen das gleich. Den neuesten Freefall Tower unter diesen Kran da reinmachen. Wäre das nicht auch geil? Weil das ist ja auch wie so ein Kran, eckig eher. Und ja, den Kran kann man ja dann entweder niedriger machen oder wir machen dann einfach eine Stütze da drüber hin, die bis nach oben hingeht. Dann geht der Freefall Tower halt nicht bis nach ganz oben. Hammergeil, vielleicht machen wir das gleich. Ich bin selber gespannt. So, ihr seht, ich wusel mich hier hin und her. Und das Ergebnis ist gleich nochmal ganz anders wahrscheinlich. Und eigentlich wollte ich noch andere Sachen weiter verändern und bauen, ne? Aber das schaffe ich alles gar nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Keine Ahnung. Ich glaube, es sind halt viele nicht so die großen Fans davon, wenn ich sage, ich mache Live-Gameplay. Das Problem ist halt, das macht, so wie es jetzt ist, macht mir halt 3-mal so viel Arbeit, wie wenn ich einfach aufnehme und Let's Play. Ne? Aber es geht halt sehr langsam für euch dadurch voran. Andererseits bekommt ihr mehr Videos. Ist immer so die Frage, wo ist der Mittelweg? Wie können wir es am besten machen? Habe ich die Fenster eigentlich richtig rumgemacht? Der Ostrhein TV schreibt, hallo, coole Folge zu dem Gruselthema. Gruselthema, wie wär's mit einem Krankenhaus mit Lichteffekten und so Zombies oder so? Fand ich auch eine coole Idee, ein Krankenhaus zu bauen, Indoorbahn. Ja,
Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das Piepen hört im Hintergrund. Irgendein Rauchmelder, Batterie alle. Richtig nervig. So, fahr mit der Achterbahn über die Go-Kart-Strecke und zwischendurch wird richtig gut aussehen, liken, dass er das sieht. Ich sehe alles, das kann ich dir sagen. Achso, jetzt mache ich noch Fenster von innen dran, ja. Für die Bahn könntest du dir ein Beispiel, okay, das wäre das. So. Ich habe eine Idee für ein neues Format, und zwar, dass du von den Zuschauern, die nicht so gut thematisieren können, aber dafür gute Achterbahnen bauen, dass du von denen dann die Achterbahn nimmst über Steam Bürgschaft und geh dann versuchst zu thematisieren rund um die Achterbahn herum, wie immer mir mit der geiles Video und tschüss. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Hatte ich da auch schon mal vorgeschlagen. Lest doch mal bitte eure Kommentare nochmal durch, bevor ihr das abschickt. Grammatik ist schon mal ganz gut. Rechtschreibung wäre auch schön, aber Grammatik wenigstens, das wäre echt nicht schlecht. Ich bin schon nicht der beste Leser. Aber wir kommen jetzt zum Schluss des Videos. Das mit den Mäusen, das kann ich nicht machen, das ist ein bisschen zu frickelig da alles. Wir kommen jetzt hier zum Schluss und wir sehen uns im Spiel direkt wieder und wir switchen da mal hin. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir live im Spiel drin und sorry, wenn die Bildqualität jetzt gerade nicht ganz so hundertprozentig optimal ist. Ich sehe auch gerade, hier fehlt immer noch dieser Stützpfeiler, den ich eigentlich haben wollte. Das heißt, wir müssten da wahrscheinlich noch manuell einen reinmachen. Weil das Ding, das gefällt mir gar nicht, dass der hier komplett frei ist. Weil hier müsste mindestens noch ein Stützpfeiler sein. Ne, schwebt ja hier komplett in der Luft, das wäre einfach nicht realistisch. Meiner Meinung nach müsste da hier in der Kurve einer hier hingehen. Und hier von mir aus einer hier runter. Oder so einer hier nach links und einer nach rechts, damit das hier oben irgendwie stabil hält. Oder hier einfach auf das Haus drauf. Das könnte ich auch noch machen. Das werde ich auch noch bauen. Aber jetzt nicht für das Video. Oder in diesem Video. Mir hatten auch mal einige Leute vorgeschlagen. Oh, ich könnte auch theoretisch hier mal noch ein paar Fenster hinmachen. So wie sie hier sind. Dass ich diese Häuser hier noch verbessere. Es gibt ja immer mehr Objekte und so weiter und so fort. Was ich nicht verstehe ist, warum hier kein Mensch mehr mitfährt. Ich habe die jetzt mal hier gewartet, aber da fährt kein Mensch irgendwie mehr mit. Also das finde ich ein bisschen schade, verstehe ich nicht ganz. Was haben wir hier? 10 Uhr? 12 Uhr mal anmachen, ja. Vielleicht baue ich hier auch mal einfach andere Fahrgeschäfte hin, ne? Man könnte ja mal wieder was Neues da reinmachen. Man kann sich ja verändern. Aber auf jeden Fall sehen wir jetzt hier die Bahn. Die fährt hier zwar... Oh, es leckt so ein bisschen, es läuft nicht ganz so flüssig. Die fährt hier zwar relativ langsam rein, aber es geht. Komm, wir fahren einmal mit hier ein Stück. Wenn wir jetzt irgendwo einsteigen. Ich will nicht gleich von Anfang an mitfahren. Sondern schon ein bisschen... Ja, genau, komm. Nehmen wir den hier mit. So. Zack. Das ist ja alles wie gehabt. Da habe ich ja nichts verändert dran. Aber hier ist jetzt anders. Ne? Hier geht es jetzt einmal so runter. Oh, das ist ein bisschen nicht ganz gerade. Und hier wirklich zum Ausruhen einmal über die Passage hier drüber und jetzt hier rein. Und dann fängt das auch sich an zu drehen und ich finde, das ist eine angenehme Drehgeschwindigkeit. Kein zu ruckartiges Hin- und Her-Drehen in sich selbst. Alles noch passabel, finde ich. So, und dann kommt man hier in den Lift rein. Der Lift ist halt auch um einiges schneller gemacht. Das heißt, das geht wirklich gut voran hier in der Bahn. Und dann gibt es die letzten Kurven. Und hier ist die Bahn steif, ne, fest. Also nicht aufgelockert, in sich drehend. Und dann geht das Tor auf. Vielleicht ein bisschen zu knapp. Und wir sehen die Station. Und wir hier schwebt schon wieder alles. Ich habe das doch schon 10-mal geändert, Alter. Echt, ey. Also, hier steht jetzt so ein bisschen was drauf, ne? Wir haben hier, es ist ein relativ schlichtes Gebäude. Ich habe mir jetzt hier nicht sehr viel Mühe gegeben, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach nur ein Gebäude hier haben. Stadtratte, da steht es dran. Und dann haben wir hier drin unsere Objekte. Dass die hier immer noch rumfliegen, kann ich einfach nicht verstehen. Das machen wir jetzt schnell. Warte mal, wie war das? Mit Steuerung oder mit Shift? So. Shift, aha, Shift. Zack. Jetzt einmal X drücken, nur damit die das nicht wissen, ne, was man drücken muss, was ich drücke jedenfalls. Mit Shift habe ich jetzt alles ausgewählt. Und jetzt haben wir hier eine Station mit einer Ampel. Hier ist so ein bisschen Gerüst noch reingebaut. Ich mache mal auf Fertig, weil dann haben wir das ganze Menü hier nicht.
Ich habe jetzt hier auch nicht auf Beleuchtung geachtet, ehrlich gesagt, fällt mir gerade ein. Hier könnte ich noch. Naja, ich habe hier Beleuchtung, ne? Aber es ist jetzt hier hinten relativ dunkel. Hier ist auf jeden Fall beleuchtet. Also das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus abends, finde ich. Dass das hier so ein bisschen Straßenfeeling, Hinterhof-Feeling hat, ja, das ist mir gut gelungen. Obwohl ich es gar nicht so geplant habe. Naja, aber auf jeden Fall, hier geht's quasi rein in die Untergrundstation. Da sind die meisten Ratten drin. Ist natürlich jetzt ein Loch hier. Also kein Loch hier, aber aber egal. Ich wollte ja eigentlich ein Auto reinfahren lassen. Ne? Naja, egal, das lassen wir so. Also das ist jetzt hier alles so ein bisschen so hingewuselt. Man kommt hier durch. Man sieht hier raus. Oh, hier, ne, hier ist ein Stück Mauer im Weg. Nicht so ganz optimal. Aber am Ende scheißt der Hund drauf. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wand hier wieder wegmache, dann müsste ich die wieder extra machen und so ein bisschen verschieben. Das ist alles so aufwendig, Leute. Kann ich denn jetzt hier das Stück Wand nehmen? Nimm das raus. Und schieb das. Das geht! Das geht! Geht das hiermit auch? Dann muss ich das wieder bearbeiten. Das. Es ist alles aufwendig hoch 10. Ja, jetzt kann ich das hier auch nochmal reinschieben. Dann kann ich das hier auch vielleicht nochmal reinschieben. Also sind alles so Sachen, die kann man machen. Muss man aber nicht machen. Oh, Leute. Wie kann ich jetzt die Wand hier reinschieben? Naja, also. Hier gehen tatsächlich doch noch Sachen. Was habe ich jetzt gemacht? So, okay. Ja, aber eigentlich brauche ich eine Wand, die... Zack. So. Und... So ist. Oder... Ich nehme diese Wand. Also jetzt kommen wir doch wieder zu nichts, ne? Oder ich nehme diese Wand, mache die hier quasi aus dem Gebäude raus und sage Steuerung X und schieb die hier nochmal hin. Dann haben wir jetzt tatsächlich diese Ecke hier so hingemacht. Also es ist doch wieder halbwegs in Ordnung geworden. Ja, wie kriege ich jetzt das da hin? Na, und dann ist hier die Kamera einfach nur scheiße. Die ist einfach nur Mist. So, wie kriege ich jetzt den Boden? Ich will nicht das ganze Gebäude. Ah, wisst ihr, was ich machen wollte? Jetzt sind wir doch im Live-Gameplay. Mitten drin und ich kann nichts dagegen tun. Wo ist er? Wie hoch muss er? So, und dann guckt er wieder hier raus, ne? Lass mich raten. Ja. Jetzt fange ich wieder an. Jetzt pass auf, jetzt mache ich wieder den... Also eigentlich dachte ich, dass das schon fertig ist alles, wenn ich das Video hier mache. Aber irgendwie nicht. Na, jetzt habe ich irgendwas anderes genommen. Nee, doch nicht. Hä? Also, das muss mir mal einer erklären. Guck mal hier. Ich fahre das Ding jetzt da rein. Zack. Es ist immer noch da draußen. Oder ich mache das einfach hoch. 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 Ah, guck mal, ich habe das nämlich hier eben... ich habe das kopiert. Das war mein Fehler. So, jetzt sieht man das nicht so richtig. Jetzt ist es okay. Naja, auf jeden Fall hat man jetzt hier seine Warteschlange. Man sieht das hier von hier außen. Das Gebäude musste ich halt umbauen jetzt hier. Jetzt sieht der Eingang so aus, weil ich das außersehen gelöscht habe, das ganze Gebäude. Ich habe mal irgendwann irgendwas angeklickt und gelöscht. Da war das ganze Gebäude dran und jetzt sieht das hier so aus. Ja, ist ja jetzt nicht irgendwie verwerflich alles, ne? Es passt irgendwie hier rein. Ist ein bisschen glatt im Gegensatz zu den anderen. Aber ist mir egal. Ich finde, das ist okay soweit. Ja, dieser Boden hier, naja, okay. So, hier sieht das von oben alles halbwegs normal aus. Und das ist jetzt die Stadtratte 2018/2019. Damit hätten wir das Thema. Vielleicht mache ich doch nochmal einfach so ein knackiges Video mit live. Dann machen wir das live hier beim nächsten Mal mit diesem Türmchen und bauen da die andere Achterbahn rein. Der andere Freefall Tower. Der ja dann... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er?
Hier ist einer. Gibt ja zwei verschiedene. Einer, der etwas größer ist und einer, der etwas kleiner ist. Hä? Warte mal, der geht jetzt bis... Oh, dahin? Ja, das scheint der größere zu sein. Okay. Ja, wenn wir den jetzt hier reinmachen, dann seht ihr mal, wie hoch der nur ist. Aber das ist, finde ich, eine realistischere Höhe als das. Dieser Gyro-Drop Tower, der ist schon extrem hoch. Aber guck mal, wie niedrig der hier ist. Aber dann könnte man den Kran tatsächlich auch ein bisschen niedriger machen, dann wäre das nicht so unrealistisch extrem hoch. Das wäre ein Projekt, das machen wir noch, bevor ich das hier hinten alles machen werde. Und hier hinten habe ich mir dann auch überlegt, machen wir vielleicht doch so eine Achterbahn rein, wo es hier so beschleunigt, hier Dragster-mäßig, so Dragster, hier hoch geht, wieder runterfährt und wieder zurück. Das müsste ja eigentlich alles noch hier hin. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, wann und ob. Und natürlich soll am Ende hier die Monorail hier irgendwie sich hier durchschlängeln und hier lang gehen. Das will ich noch, ganz klare Sache, wird das passieren. Oder hier drüber über den Eingang noch. Mal gucken, wie wir das machen werden. Das ist auf jeden Fall einiges, was jetzt noch so ansteht. Der Park ruckelt bei mir auch schon immer mehr. Sehr ärgerlich. Also ich kann ja auch den Park leider nicht voll machen lassen mit Gästen bei mir. Und dann wäre halt noch so eine Sache, wenn ihr Tipps habt, welche Dinos ich hier reinmachen kann oder so, was es jetzt durch dieses neue Update da gibt, dann her damit. Hier fahren jetzt auf jeden Fall zwei Züge lang und der kann jetzt schon losfahren, während der hier noch ist und der fährt hier auch durch. Das ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Guck mal, der kommt jetzt hier nämlich einfach easy durch. Gleich. Wo ist er? Wann kommt er? Das ist echt der beste Bereich, der mir weit und breit gelungen ist. Also dieser Jurassic Park Bereich ist einfach der Mega-Hammer. Wo kommt sie denn eigentlich mal? Da ist sie. Hier fährt sie schön lang. Einfach durch. Da hätte ich echt keinen Lift hin machen müssen, theoretisch. Und sie kommt auch wunderbar hier hinten an, aber noch mehr Bahnen und dass das schneller alles abläuft. Ne, die kann halt erst losfahren, wenn der hier angekommen ist. Das ist das ganze Problem bei der Sache. Ja. Ja, leider ist ein Zug zu wenig hier. Der eine müsste beladen werden, der andere müsste jetzt hier bereitstehen. Naja, das sind alles so Probleme, mit denen ich mich beschäftige. Ihr vielleicht nicht, Entschuldigung. Aber jetzt habe ich euch mal wieder ein bisschen in meine Gedankenwelt reingelassen. Es wird sich einiges tun und ändern in nächster Zeit. Und wie gesagt, vielleicht hier noch irgendwie eine Kinderattraktion mal ändern. Geile Mucke. Wir haben ja mittlerweile hier ein paar neue Attraktionen, aber das Ding, ja, es ist alles zu groß dann, ne? Wir machen hier den kleinen Freefall Tower hin. Für Kinder. Gibt's aber leider nicht, dieses Hochziehteil. Naja, sorry, so, jetzt verabschiedet sich mein Hals. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr rein. Der Park wird sich dann ein wenig optisch verändern. Der Kran wird kleiner. Das, denke ich mal, wird ganz gut sein, wenn wir das machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich alle gesund und munter im neuen Jahr wieder. Baut kein Scheiß-Silvester, Böller und so, vorsichtig, ne? Man weiß ja nie so genau. Vor allen Dingen die Polenkracher und so. Bis zum nächsten Mal. Macht's erstmal gut. Ciao, euer Basti oder auf Modern Consumer. Ich freue mich natürlich auf Likes und weitere Abos. Die 90.000 schaffen wir die noch irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten. Und dann 100.000 irgendwann noch, keine Ahnung. Kommentare und Likes. Damit könnt ihr mich ein bisschen belohnen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.